Willkommen zu The Sims 4. Ja, im letzten Part waren wir ja mit denen noch ein bisschen in der Nachbarschaft unterwegs. Die zwei Jungs sind dann hinterher zur Arbeit gegangen und mit ihr haben wir ja dann noch ein bisschen weiter nach Sachen gesucht. Und dann, als sie wieder hier war, kam auch Don vorbei und dann haben die ihre Freundschaft ein wenig weiter ausgebaut. Ja, und ich hatte ja überlegt gehabt, den jetzt was, da wir 5.452 Simlons haben, den wieder was zu kaufen. Und da gucke ich jetzt mal direkt nach, was ich den besorgen könnte. Oder ich guck, warte mal, ich guck mal, Fähigkeiten. Schreinertisch haben wir. Und Sim. Okay. Der braucht konkret praktisch nichts. Fähigkeiten. Logik. Da könnte man was. Und sie. Okay, und Synologie. Okay. Also, dann gucken wir mal bei Aktivitäten und Fähigkeiten. Wie viel kostet das? 5.000, 1.000. Holen wir ihn das mal. So. Geben wir ihn das mal. Und stellen wir mal einen auf. Lassen wir das erstmal bei der Sache. Und ja, nach und nach. Vielleicht baue ich dann bei Gelegenheit ein weiteres Zimmer, damit die Jungs auch jeder sein eigenes Zimmer hat. Und
Dann, gucke ich mal, ja, vielleicht so mit einem Doppelbett jeweils drin. Weil könnte ja auch sein, dass die zwei Jungs mal jemanden kennenlernen, ne? Aha. Oh. Ja, geh auf Klo. Ach, jetzt musst du nicht mehr deine Beine zusammenpressen. Danach kannst du auffrischen. Du brauchst noch einen Freund. Wie weit bist du denn bei Geschicklichkeit 2? Versuch mal da dein Glück. Ist ja schon lang genug kaputt. So, und Alana, wie schaut's aus? Du gehst dann als erstes auf Toilette, dann kannst du hier mal bewässern und jäten. Und Christian, du kannst dann du bist bei 2. Sie ist auch bei 2. Und auch bei 2. Alle bei 2. Okay. Dann kann Christian hier mal kochen. Gartensalat. Eine große Portion. Hält dann etwas länger. Entschuldigung. Gut. Christian hat alles für seinen Job. Ja, gut, dann durchwühl mal. Dann. Ui. So. Dann kannst du mal wegwerfen. Ja, da ist dreckig. Nicht noch mehr rein. Gut. Mal sehen, läuft denn hier? Oder? Die sind alles so flüchtige Bekannte. Dann lern ihn mal kennen. Ach so. Was ist mit ihm? Er ist gelangweilt. Pin Octubrabna. Narskul Canafe. Kula. Maybe. Reden. Ist bestimmt interessant. Snurzo Kappa. Familie. Borizu Wong. Imbaru. Fuba. Ubre. No, no. Bedro. Seems to be buena.
Oh, Spada-boo. Hargrave Pim. Bizarric. Fifru Bobbish? Läuft ja nicht gerade gut. Aber same charb. Ziffle-yabo. Noi. Imbuponka. How is she? Starb. Kratom Barleen. Skipa, you. Okay, das hat wohl im Moment nicht so den Sinn. Dann würde ich sagen, du bittest ihn. Ah, das geht nicht. Okay. Dann kannst du dich mal hier ins Gespräch einmischen. Geschicklichkeit und hier. Moob. Sorben Nurks. Ubnate Unga. Stun Weeb. Er ist unwohl. Ziffle Fuba. Burbachel Leaf. He's Beneba Weln. Pator. Neeb. Sipane. Och, sie geht. Wasu? Und Chibi. Sibafa. So. Dag Dag. Dag Dag. Bruhana Siwaba. Krimbal Doomba. Tag fragen. Sharuste Halkay. Wenn sie wieder zurückkommt, müssen wir wissen. Hey, Bungaro. Kabuna. Arubup Wobe. Ayugo. Don muss wohl weg. Wen haben wir denn hier hinten? Flanobo. Flazzle Pelka. Lavar. Ah, Bayumi. Müssen wir mal gucken. Ina. Satorba. Wen haben wir denn hier? Oot. Schwarz. Eskafane. Spino. Aha. Rufslapa. Iboya Pleva Step. Flarbin Thurry. Ach nö, habt ihr. Shit, komm. Langweiliges Gespräch. Bakadem Palifa. The Gelja. Palifa? Me ploy. Familie. Zuan. Lustig. Ralschba. Me boof Narschkel. Weltraumschwärm. Freaky Yibs, Freaky Yibs. Logik. Fitnessreden. Luchi? Usa. Hat Comedy gelevelt. Zeroy. Bernard. Subao. Noch immer lang. Ach, sie ist gelangweilt. Guargado. Sibi. Kopfwitz. Kennenlernen. Boy? Cordus Sebi Quoba. Lustige Geschichte. Pelka, Befete. Witza. Ina. Yibs. Weeaba. Arenic Prosh. Frigna. Se Wegna Ust Pogan, Gahara. Snabby Growl. Er scheint auch aktiv zu sein. Bruna Nimna. Selbstsicher. Dann Kletz. Isanis de Fuba. De Bene. Sinzip. Noch ist er nicht ganz mit dir. Chelte Zomba. So, dann. Tag fragen. Tag verschönern. Fesselnde Geschichte. Fuba Torka? Uh-huh. Trips. Was Menschen machen? Wadida. Waste of harm. Snarping way obey the north. Was schimpfst du denn so? A Greek torna, Zobi Welm. Goji Derbna. Oh, woo!
Weste, weste. Flavored the ref stick. A groba. Oh. Heen of two brabna. Floopy. Kula. Oh, and Fora. Narga. Sibawam. Gularga Finosa. Batanabe. Tanini. Shalbo. Bempi. Guans. Pifatau Bifongi. Uhane. Sanzizi Katuni. Mhm. Ja, gut. Wo geht Sandy? Moment. Bei wem düdelt's? Entweder bei ihr oder bei ihm. Na? Wo bimmelt's? Kommt. Zeig es mir. Hier? Nee. Bei ihr? Nö. Okay. So. Sie hat auch Kohldampf jetzt. Dann kannst du anschließend dir da ein Gericht schnappen. Das schieben wir in den Kühlschrank. Und dann... Sie muss erst in 2 Tagen und er in 2 Stunden. Der braucht Spaß. Dann kannst du hier spielen. Sims Forever. Dann verschieben wir mal diese Pflänzchen mal über. So. An die Seite. Verbannen wir die mal. So. Dann kann Alana... Huch, nein. Soll stehen bleiben. So, Alana, du kannst dann hier, hier auch ein Gericht schnappen. Und dann kannst du anschließend säubern. Und dann gehen wir mit ihr mal ins Fitnesscenter, damit sie vielleicht noch jemanden kennenlernt. Wixana Zarspa, Usinet Pandole. So, wir verschieben dann hier das mal in den Müll. Oh, yes. So. Da ist noch Essen drin. Och nö. Und Silas muss zur Arbeit, ne? Ja. Freunde. Dann geh jetzt zur Arbeit. Tschüss, Silas. Herrlich, geht kaputt. Also da muss ich sagen, gehen die Sachen im Moment sehr schnell hier eben in Sims 4 kaputt. Kapuna. Benutzt du unseren Ton? Dass die immer dann das Essen hier in das Regal räumen müssen. Hm.
Okay. Weil ich möchte nicht, dass sie sich hier noch mit denen anfreundet. Weil... ich möchte gucken, ob sie andere interessante Leute kennenlernt. So, und ja, jetzt stellt sie es da hin. So, und danach gehen wir ins Fitness oder gucken wir mal ganz woanders. So, dann reisen nach. Während der letzten Startsimulation haben die Sonnensegel des Shuttles kritische Fehler gemeldet. Die Schätzchen sind nagelneu und waren teuer. Silas kann entweder versuchen, sie zu reparieren oder einfach neu einbauen. Ja, das hatten wir ja schon mal vor kurzem. Ich glaube, schon im letzten Part. Ja, dann reparieren wir sie jetzt mal. Das letzte Mal haben wir ausgetauscht, dann reparieren wir sie jetzt. So. Bloß weil sie teuer sind, heißt das noch lange nicht. Heißt das noch lange nichts. Dass sie ewig halten oder gut funktionieren. Die Segel sind Schrott und Silas muss sie sowieso alle ersetzen. Oh, eine Verschlechterung. Okay, also wenn die nochmal kommt, heißt es halt immer wieder austauschen statt reparieren. Okay. Die Frau geht. Gut. Jo, und die Zeit ist auch schon wieder um. Und tja, dann fahren wir halt beim nächsten Mal irgendwo hin mit ihr, damit sie noch jemanden kennenlernt, womit wir eine Freundschaft aufbauen können, weil sie muss ja nun mal für den Job hier endlich noch, sogar noch zwei Leute zu Freunden machen. Ja, also das wird noch lustig. Gut, also. Schön, dass du dabei warst. Würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Part dabei sein würdest. Und wie gesagt, ihr könnt in den Kommentaren reinschreiben, welche Wünsche ihr habt, welche Ideen ihr habt. Ich bin offen für sowas. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Tschüss.